Wenn du dich gerade selbstständig machst, dann gibt es genau ein Formular, das musst du auf jeden Fall ausfüllen. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob du freiberuflich bist oder gewerblich tätig bist, welche Rechtsform du gewählt hast und so weiter. Und zwar spreche ich vom sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Also die steuerliche Registrierung beim Finanzamt, die musst du auf jeden Fall ausfüllen. Und wie du das genau machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Aber bevor wir einsteigen, erstmal ein riesengroßes Danke an euch. Und zwar habe ich in der letzten Woche den Black Bull Award gewonnen, und zwar als Steuerexperte des Jahres 2024. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure Stimmen bedanken. Und diesen Award werdet ihr in Zukunft einfach hinter mir jederzeit in jedem Video sehen können. Und damit steigen wir ein in das Thema. Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung füllt man in der Regel über Elster Online aus. Elster Online ist das Online-Portal vom Finanzamt, also das offizielle Finanzamt-Portal. Dieses Portal hat aber einen riesengroßen Nachteil. Und zwar ist es wahnsinnig kompliziert aufgebaut und man muss sich erstmal registrieren und für die Registrierung bekommt man dann einen Brief zugeschickt und so weiter. Das heißt, das Ganze dauert ewig lang und ist dann ehrlicherweise auch nicht so besonders nutzerfreundlich. Und wenn du es hast mit deiner Gründung, dann kann das super ärgerlich sein. Denn du bekommst, nachdem du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt hast, irgendwann einen Brief vom Finanzamt und in diesem Brief steht deine Steuernummer und diese Steuernummer brauchst du, weil du diese Steuernummer auf deine Rechnung schreiben musst. Das heißt, unterm Strich kannst du erst, nachdem du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt hast und anschließend die Steuernummer bekommen hast, deine Rechnung schreiben. Das heißt, das ist schon durchaus ein zeitkritisches Vorhaben. Und dann ist es halt super ärgerlich, wenn du dann noch 2 Wochen verplemperst, um dich bei Elster Online zu registrieren. Und weil ich dieses Problem kenne, habe ich mich auf die Suche gemacht nach Alternativen und ich bin tatsächlich fündig geworden, und zwar bei Accountable. Accountable ist ja eine All-in-One-Buchhaltungs- und Steuersoftware, speziell für Selbstständige. Also wenn du gerade gründest, mit dem Thema Steuern, Buchhaltung dich gar nicht so wirklich auskennst, vielleicht Kleinunternehmer bist, dann könnte Accountable für dich ja die richtige Software sein, weil Accountable das wirklich hinbekommt, diese ganze super komplexe Thematik sehr, sehr einfach in einer schön designten Software zu verpacken. Das heißt, generell für deine Buchhaltung, deine Umsatzsteuervoranmeldung, deine Steuererklärung kann die Software Accountable eine riesengroße Hilfe sein. Und weil mir die Software von Accountable so gut gefallen hat, habe ich Accountable einfach mal angeschrieben und sie gefragt, ob wir nicht irgendwie zusammenarbeiten wollen. Und ja, dafür ist für euch was Positives rausgesprungen. Du findest Accountable in der Videobeschreibung unter den ersten Link. Und wenn du im Sign-up-Prozess bei Accountable den Code STEUERFIT eingibst, dann bekommst du einmal die Pro-Version für 45 Tage kostenlos und du bekommst tatsächlich eine Schulung für Accountable von mir persönlich. Das heißt, ich weise dich in Accountable ein, ich erkläre dir die Funktion, wie du damit arbeiten kannst und so weiter von mir persönlich. Und ich denke, du bekommst von Accountable einen super guten Eindruck, wenn wir uns das einfach mal zusammen anschauen. Und zwar ganz konkret den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Denn da hat Accountable mitgedacht. Denn diese ganze Problematik, dass du dich erstmal bei Elster Online registrieren musst und dadurch 2 bis 3 Wochen verlieren kannst, den kannst du mit Accountable umgehen. Denn mit Accountable kannst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und per Elster übermitteln, ohne ein eigenes Elster-Konto zu haben. Und das schauen wir uns heute in diesem Video einfach mal Schritt für Schritt an, indem ich diesen Fragebogen ausfülle und dann lernst du Accountable kennen. Ich erkläre dir gleichzeitig natürlich, worauf du achten musst, wenn du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen möchtest und wie der ganze Prozess ist. Und mit diesen Worten nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm und wir füllen zusammen diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einfach einmal aus. Wenn du auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst, dann landest du auf dieser Seite. Erstmal siehst du hier ein kurzes Video, wie funktioniert eigentlich dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das kannst du ehrlicherweise überspringen, weil dieses Video natürlich viel hilfreicher ist als das Video hier. Es ist tatsächlich auch sehr viel länger. Und dann siehst du hier auf der linken Seite die Struktur vom Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, erstmal die persönlichen Daten, dann deine geschäftlichen Daten zu deiner Selbstständigkeit, dann die steuerlichen Angaben, dann eine Steuerschätzung. Da gibt es ehrlicherweise die meisten Fragen. Dann Angaben zu deinem Bankkonto, also deinem Geschäftskonto. Dann kannst du das Ganze nochmal prüfen und abschicken. Und anschließend kannst du loslegen, zumindest nachdem du deine Steuernummer bekommen hast. Und diese Schritte gehen wir einfach mal gemeinsam durch. Und zwar ist mein Name Melchior Neumann. Ich trage meine E-Mail-Adresse ein, meine Telefonnummer, mein Geburtstag. Dann darf ich noch einmal die Anrede auswählen. Und zwar ist das bei mir
Herr Melchior Neumann. Ich trage meine Adresse ein, dann Postleitzahl und Stadt. Wichtig hier an dieser Stelle, hier geht es wirklich um deine persönliche Adresse. Das heißt, wenn die Adresse deiner Selbstständigkeit woanders ist, dann trägst du hier trotzdem deine private Adresse ein und nicht deine Büroadresse oder deine Lageradresse oder Werkstatt oder Ladengeschäft oder was auch immer. Dann wirst du als nächstes gefragt, ob du verheiratet bist. Das hat nämlich einen großen Einfluss auf deinen Steuersatz. Weil wenn du verheiratet bist, kannst du ja deine Steuererklärung zusammen veranlagt mit deinem Ehepartner machen und dann wird quasi ganz automatisch die Einkünfte deines Ehepartners auch relevant für deine Steuerschätzung. Das heißt, die Frage hier ist für das Finanzamt wahnsinnig relevant. Da wähle ich einfach einmal verheiratet aus und weil das Ganze halt relevant ist, muss ich hier jetzt noch einmal eintragen, seit wann ich verheiratet bin. Bei dir und deinem Ehepartner ist auch die Religionszugehörigkeit wichtig, weil es gibt ja eine Kirchensteuer. Und die Kirchensteuer musst du natürlich nur zahlen, wenn du tatsächlich Mitglied in einer Kirche bist. Wenn du nicht kirchensteuerpflichtig bist, dann wählst du hier nicht kirchensteuerpflichtig aus. Und die nächste Frage ist die Frage, ob du innerhalb der letzten 12 Monate umgezogen bist. Warum ist das Ganze relevant? Du bist tatsächlich, ja, physisch im Finanzamt geführt. Das heißt, das Finanzamt hat eine Akte über dich. Und wenn du in den letzten 12 Monaten umgezogen bist, so eine Steuererklärung macht man in der Regel ja nur einmal im Jahr, dann kann das sein, dass deine Akte noch nicht bei dem jetzt heute für dich zuständigen Finanzamt ist, sondern noch beim alten Finanzamt liegt. Das heißt, wenn du jetzt hier anklickst, ja, du warst vorher woanders ansässig, dann musst du deine alte Adresse eintragen, damit das heute für dich zuständige Finanzamt weiß, in welchem Finanzamt sie nachfragen muss, um quasi deine Historie, deine Akte zu bekommen. Wenn du in den letzten 12 Monaten nicht umgezogen bist, dann klickst du einfach auf Nein und ja, dann musst du diese Angaben nicht machen. Außerdem kannst du hier noch anwählen, ob du von Accountable noch zusätzliche Tipps und Hinweise beim Ausfüllen dieses Fragebogens bekommen möchtest. Das lasse ich einfach mal eingeschaltet. Wir können ja mal anschauen, welche Tipps da gegeben werden. Ich werde dir natürlich jetzt hier im Laufe des Videos auch alles erzählen, was du wissen musst, um diese Fragebogen tatsächlich auszufüllen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die persönlichen Daten eingetragen und gehen weiter zu den geschäftlichen Daten, um die auszufüllen. Und bei den geschäftlichen Angaben ist die erste Frage die Frage nach der Berufskategorie. Bei der Einstufung und Einsortierung in eine bestimmte Kategorie geht es vor allen Dingen um die Frage, ob deine Tätigkeit gewerblich oder freiberuflich ist. Und die Frage musst du tatsächlich selbst für dich beantworten. Das heißt, du musst, bevor du dich selbstständig machst, selber herausfinden, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist. Ich habe dazu auch schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau da unbedingt einmal vorbei. In meinem Fall möchte ich jetzt eine Selbstständigkeit anmelden, weil ich gerade ein Buch geschrieben habe. Und zwar ein Gründungsratgeber für Selbstständige. Das heißt, ich bin jetzt Schriftsteller und möchte jetzt natürlich meine Selbstständigkeit als Schriftsteller anmelden. Und deswegen wähle ich hier einmal Schriftsteller aus. Übrigens, eine schriftstellerische Tätigkeit ist freiberuflich, das heißt, sie steht im § 18 Einkommensteuergesetz und damit ja, bin ich freiberuflich, mit dieser Tätigkeit zumindest. Und im nächsten Schritt muss ich noch einmal ausführlicher beschreiben, was eigentlich meine genaue Tätigkeit ist. Ehrlicherweise, der Beschreibungstext ist so ein kleines bisschen verwirrend. Hier steht, auf Basis deiner Angaben entscheidet das Finanzamt jetzt, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Da würde ich eher von abraten, um ehrlich zu sein. Meine dringende Empfehlung wäre, dass du dich vorher schlau machst und tatsächlich vorher für dich schon herausfindest, was deine Tätigkeit eigentlich genau ist. Denn du kannst dich nicht wirklich darauf verlassen, dass das Finanzamt dich jetzt richtig zuordnet. Das ist deine Verantwortung, weil du entweder Einkünfte aus ja, gewerblicher Tätigkeit oder aus freiberuflicher Tätigkeit hast. Und das sind unterschiedliche Positionen in der Steuererklärung. Und abhängig davon musst du halt auch die Anlage S für selbstständige Arbeit, also freiberufliche Tätigkeit, oder die Anlage G ausfüllen. Das heißt, du solltest dich darüber schon auch selbst informieren. In meinem Fall bin ich jetzt Autor von Fachbüchern. Das heißt, ich könnte hier reinschreiben, Autor von Fachbüchern. Und du beschreibst jetzt einfach, ja, was du konkreter machst. Betreibst du einen Online-Shop? Bist du in irgendeinem Handwerk tätig? Und so weiter. Das heißt, hier beschreibst du eigentlich, was du machst. Wenn du mehrere Dinge machst, dann kannst du hier auch mehrere Dinge einfach auflisten. Die nächste Frage ist, ob du eine abweichende geschäftliche Anschrift hast. Wir haben ja eben schon deine private Adresse eingetragen und die meisten Solo-Selbstständigen starten ja irgendwie zu Hause. Wenn es dir so geht wie mir, dann arbeitest du am Anfang zumindest einfach zu Hause und dann bleibt es hier bei Nein. Dann musst du keine zweite Adresse eintragen,
dann reicht es vollkommen, wenn du hier einfach sagst, nee, ich arbeite da, wo ich wohne. Und damit ist auch der Sitz deiner Selbstständigkeit dann bei dir zu Hause. Wenn du dich jetzt aber in einen Coworking Space einmietest oder ein eigenes Büro besorgst und so weiter, dann klickst du hier halt auf Ja und musst dann entsprechend natürlich noch die Adresse von deiner Selbstständigkeit, also deine separate Adresse eintragen. Hier an dieser Stelle vielleicht auch ein ganz interessanter Hinweis, wenn du tatsächlich deinen Sitz, also den Sitz deiner Selbstständigkeit woanders hast, unter Umständen sogar in einer anderen Gemeinde hast, dann bekommst du in der Regel zwei Steuernummern. Und zwar gibt es dann ein Betriebssitzfinanzamt. Dieses Finanzamt ist dann zuständig für deine betrieblichen Steuerarten. Das heißt die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, wenn du gewerbesteuerpflichtig bist. Und dann hast du eine Steuernummer für die Betriebssteuern. Und das hast du ein Betriebssitzfinanzamt. Und die Einkommensteuer, die du auch zahlen musst, das ist eine Steuer, die ja, dir privat zugerechnet wird. Das heißt, du hast von einem Privatwohnsitzfinanzamt bekommst du dann noch eine andere Steuernummer. Das ist für dich wichtig zu unterscheiden, weil du die entsprechende Steuernummer natürlich auf und in deine Steuererklärung eintragen musst, damit ja die Steuererklärung dann auch an das richtige Finanzamt geht. Ich habe über das ganze Thema Steuernummern und welche es da gibt sowieso nochmal ein separates Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir mit vielen, vielen anderen vertiefenden Videos einfach mal unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne einmal vorbei, wenn die ganze Welt jetzt für dich neu ist. Und die nächste Frage ist eine Frage, ob du irgendwann in den letzten 5 Jahren mal ein Gewerbe betrieben hast oder an einer Gesellschaft mit mehr als 1% beteiligt warst. Auch da gibt es ein paar Regelungen. Klick einfach Ja an, wenn das der Fall ist. Dann musst du natürlich später nochmal angeben, wo und wie eigentlich. In meinem Fall ist das einfach nicht der Fall und deswegen klicke ich Nein an und kann weitergehen zu den steuerlichen Angaben. Bei den steuerlichen Angaben gibt es ehrlicherweise sehr viel Verwirrung. Und zwar direkt bei der ersten Frage. Und zwar musst du hier deine Steueridentifikationsnummer eintragen. Und die meisten sagen jetzt, hä, wieso? Ich beantrage doch die Steuernummer jetzt gerade mit diesem Formular. Wie soll ich denn jetzt schon das Ergebnis von diesem Formular hier eintragen? Aber ganz wichtiger Hinweis, hier geht es um deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Hier geht es auch nicht um die Umsatzsteueridentifikationsnummer, hier geht es nicht um die normale Steuernummer, sondern wir alle haben auch eine persönliche Steueridentifikationsnummer. Die haben wir tatsächlich mehr oder weniger zur Geburt bekommen. Ich bin letztes Jahr das zweite Mal Papa geworden und mein Sohn hat tatsächlich nach 3 Wochen, also 3 Wochen nach der Geburt, einen Brief bekommen vom Bundeszentralamt für Steuern mit der persönlichen Steueridentifikationsnummer. Das heißt, man bekommt in Deutschland zur Geburt tatsächlich seine Steueridentifikationsnummer. Wenn du nicht in Deutschland geboren bist, dann bekommst du deine steuerliche Identifikationsnummer, wenn du ja, dich in Deutschland das erste Mal steuerlich registrierst, also zum Beispiel einen Job ausübst. Und diese Steueridentifikationsnummer, die findest du zum Beispiel auf deinem letzten Steuerbescheid, aber auch in deinen Gehaltsabrechnungen oder in deiner Lohnsteuerjahresabrechnung von deinem Arbeitgeber. Da findest du deine persönliche Steueridentifikationsnummer und die musst du hier einmal eintragen. Und die wird auch in Deutschland nur ein einziges Mal vergeben. Das heißt, die gibt es auch nur einmal, die verändert sich auch nie. Das heißt, wenn du jetzt einen Brief findest, der 5 Jahre alt ist, dann kannst du die Nummer ruhig nehmen, weil die verändert sich nicht. Der nächste Punkt ist die Frage nach deiner Steuernummer. Und hier stellt sich vollkommen zu Recht die Frage, wie soll man denn hier eigentlich schon eine Steuernummer eintragen, wenn man ja noch keine hat? Und dann klickst du einfach auf Nein an. Aber es könnte ja sein, dass du unter Umständen schon eine Steuernummer hast. Entweder weil du schon selbstständig bist oder weil du vorher schon mal selbstständig warst oder weil dein Ehepartner selbstständig war, weil du eine Steuererklärung machst und so weiter. Das heißt, wenn du eine normale Steuernummer hast, dann klickst du einfach auf Ja und trägst dann hier die Steuernummer ein. Das heißt, hier wählst du erstmal dein Finanzamt aus und trägst dann deine Steuernummer ein. Wenn du denn eine hast und wenn du keine hast, dann lässt du es einfach bleiben. Die nächste Frage ist eine Frage nach der Gewinnermittlungsart. Also die Art und Weise, wie du Buchhaltung machst. Da gibt es nämlich im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Und zwar die Einnahmenüberschussrechnung, das ist die einfachere Form und deswegen auch meine Empfehlung, das ist die EÜR. Und dann gibst du einfach die Anlage EÜR ab. Das kannst du aber nicht immer machen, denn die EÜR, also Einnahmenüberschussrechnung, kannst du immer nur dann machen, wenn deine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit ist. Was meine ja ist, ich bin jetzt Schriftsteller. Wenn du jetzt aber gewerblich bist, weil du zum Beispiel einen E-Commerce-Shop betreibst, im Handwerk tätig bist und so weiter, dann musst du unter Umständen eine Bilanz erstellen. Und zwar musst du immer dann eine Bilanz erstellen, wenn dein Gewinn über 80.000 Euro liegt oder über 800.000 Euro Jahresumsatz. Und nur wenn du unter 80.000 Gewinn im Jahr und 800.000 Euro Umsatz bist, wichtig, du musst bei beiden Grenzen darunter sein, dann darfst du eine EÜR erstellen und dann reicht das Ganze. Wenn du drüber bist, dann musst du die etwas aufwendigere Form der Buchhaltung machen und eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Auch da
Dazu findest du natürlich ein vertieftes Video unten in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne einmal an. Hier übrigens vielleicht ein kleiner Hinweis. Diese 80.000 und 800.000 Euro Grenze, die wirst du ganz häufig noch anders lesen. Zum Beispiel tatsächlich hier im Hilfetext. Weil wenn ich hier draufklicke, dann steht hier 60.000 Euro und 600.000 Euro. Das wurde erst im März 2024 angepasst mit dem Wachstumschancengesetz. Das heißt, die Grenzen wurden von 600.000 Umsatz und 60.000 Euro Gewinn auf 800.000 Umsatz und 80.000 Gewinn angehoben. Und wenn du jetzt aktuell irgendwo googelst oder Hilfevideos und so weiter anschaust, dann kann das sein, dass du da noch die alten Grenzen liest. Im nächsten Schritt geht's zur Sache, denn da musst du deine Umsätze schätzen. Und da tun sich ehrlicherweise viele Gründer schwer, auch vollkommen zu Recht schwer. Wie soll man denn, wenn man jetzt gerade gründet, schon wissen, wie viel Umsatz man in diesem Jahr oder im nächsten Jahr macht? Hier vielleicht ein genereller Hinweis und auch, ich möchte ein bisschen die Sorge nehmen. Du solltest hier einfach grob was schätzen. Bitte schätze deine Umsätze nicht zu groß. Hier geht es nicht darum, jetzt irgendwie zu flexen und zu zeigen, dass man der super Unternehmer bist, denn basierend auf deinen Angaben hier hast du bestimmte Wahlrechte, wie zum Beispiel die Bilanzierungspflicht oder halt die EÜR. Du hast aber auch andere Möglichkeiten wie die Kleinunternehmerregelung oder die Soll- und Ist-Versteuerung und es werden aufgrund der Angaben im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung deine Steuervorauszahlungen festgesetzt. Und das größte Eigentor, was du hier schießen kannst, ist, dass du sagst, ich verdiene 100.000 Euro und anschließend sind es halt nur 30.000, 40.000 Euro. Du musst aber Vorauszahlungen leisten für diese 100.000 Euro. Das, kannst du vermeiden, indem du hier nicht zu sehr übertreibst, sondern eher konservativ daran gehst. Und auch um dir die Angst zu nehmen, das ist keine Steuerhinterziehung, wenn du hier jetzt ein bisschen zurückhaltend schätzt. Denn die Angaben hier, das ist keine Steuererklärung, das ist nicht rechtsverbindlich. Du kannst tatsächlich diese Schätzung auch nachträglich anpassen lassen und es wird dir keiner strikt draus drehen, du kriegst keine Strafen, wenn hier die Schätzung falsch ist und die Realität am Ende ganz anders aussieht und du deutlich mehr oder deutlich weniger verdienst. Das heißt, du brauchst da keine Angst haben, hier was einzutragen. Ich würde die Zahlen aber tatsächlich auch grob runden, beim Umsatz vielleicht sogar auf 5.000 Euro. Die erste Frage ist aber erstmal die Frage nach deinem Gründungsdatum. Und da trage ich einfach mal ein, den 1.5.2024. Das heißt, zum 1.5.2024 beginne ich mit meiner selbstständigen Tätigkeit und in den nächsten beiden Feldern schätzt du deinen Umsatz. Also erstmal im laufenden Jahr, also in 2024. Was, denke ich, werde ich an Umsatz machen zwischen dem 1. Mai 2024 und dem 31. Dezember 2024? Und was soll man sagen, als Schriftsteller verdient man jetzt nicht so bombastisch und ich denke, dass ich so realistisch aus meiner schriftstellerischen Tätigkeit vielleicht so 5.000 bis 15.000 Euro Umsatz machen werde. Und weil ich das Ganze jetzt lieber ein bisschen zurückhaltend schätzen möchte, nehme ich nicht einfach nur die Mitte, sondern orientiere mich mehr an der unteren Grenze von dem, was ich mir vorstellen kann. Das heißt, ich schreibe hier einfach 7.500 Euro rein. Im nächsten Jahr hoffe ich, dass es dann doch ein bisschen besser laufen wird und trage da denn jetzt einfach mal 30.000 Euro ein. Und vielleicht hier ein wichtiger Hinweis, weil da kommt es häufig zu Verwirrung, hier geht es wirklich nur um deine Selbstständigkeit. Das heißt, wenn du jetzt noch ein Gehalt hast oder eine andere Selbstständigkeit hast oder Vermietungseinkünfte hast, Dividendenausschüttung und so weiter, die trägst du hier nicht ein. Hier geht es wirklich nur um deine Selbstständigkeit. Das heißt, die Selbstständigkeit, die du jetzt hier mit diesem Fragebogen anmeldest. Alle anderen Einkünfte trägst du hier an dieser Stelle zumindest nicht ein. Der nächste Punkt und die nächste Frage ist die Frage nach der Kleinunternehmerregelung. Und ich könnte an dieser Stelle wirklich jetzt stundenlang ausholen und über die Kleinunternehmerregelung referieren. Möchte ich aber nicht machen. Ich verweise lieber auf die Videos, die du auch unten in der Videobeschreibung findest. Hier an dieser Stelle nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Du bist grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, du musst auf deine Umsätze, auf deine Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen. Du kannst aber im Gegenzug bei Rechnungen, die du bekommst, die darin ausgewiesene Umsatzsteuer gegenrechnen. Und dieses Gegenrechnen und dieses regelmäßige Melden dieser Berechnung nennt sich Umsatzsteuervoranmeldung. Und das ist ehrlicherweise Arbeit. Darauf kannst du verzichten, wenn du kleiner selbstständig bist. Das heißt, wenn du nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz im Jahr machst. Wichtig für das Gründungsjahr, du musst das hochrechnen. Wenn ich jetzt in diesem Jahr, wie in meinem Beispiel, nur 8 Monate lang selbstständig bin, weil ich in den ersten 4 Monaten des Jahres ja nicht selbstständig war, dann muss ich quasi diese 8 Monate aufs Jahr hochrechnen und muss dann immer noch unter 22.000 Euro Umsatz bleiben. Ist in meinem Fall der Fall. Das heißt, ich könnte jetzt die Kleinunternehmerregelung wählen. Was macht diese Kleinunternehmerregelung? Die befreit mich von dem ganzen Ärger rund um die Umsatzsteuer. Das heißt, mit der Kleinunternehmerregelung weise ich auf meinen Rechnungen keine Umsatzsteuer mehr aus. Ich mache keine Umsatzsteuervoranmeldung.
Ich mache keine Umsatzsteuererklärung und vor allen Dingen zahle ich auch keine Umsatzsteuer. Das klingt natürlich erstmal attraktiv. Das kann aber tatsächlich nachteilig sein, weil das bedeutet auch, dass du die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, von deinen Dienstleistern, von deinen Lieferanten und so weiter, dass du die nicht mehr geltend machen kannst. Und wenn du jetzt eine Selbstständigkeit startest, dann kann es unter Umständen sein, dass du in den ersten Monaten und Jahren sogar mehr Ausgaben hast als Einnahmen. Und dann ist das tatsächlich sogar unattraktiv. Also finanziell unattraktiver, diese Kleinunternehmerregelung zu wählen. Diese Kleinunternehmerregelung ist also nicht pauschal besser und du solltest für dich einfach mal durchrechnen und schauen, ob das wirklich günstiger ist. Und auch ganz ehrlich zu dir sein, ob du diesen ganzen Ärger mit der Umsatzsteuer, mit den Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuererklärung und so weiter überhaupt haben möchtest. Und wenn du darauf verzichten möchtest, dann sagst du hier einfach, ich möchte befreit werden. Ich jetzt in meinem Beispiel könnte die Kleinunternehmerregelung wählen. Also ich kann darauf verzichten, mit der Umsatzsteuer zu tun zu haben. Ich verzichte aber freiwillig darauf. Warum? Weil ich persönlich mag das Ganze tatsächlich, dass ich bei meinen Kosten die Umsatzsteuer mir jeweils immer wiederholen kann. Das heißt, ich zahle auf der Ausgabenseite immer nur den Nettobetrag, während die ganze Welt, also alle, die es privat kaufen, mal den Bruttobetrag bezahlen. Das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, wenn ich einen neuen Laptop kaufe, ein neues Smartphone kaufe, bei Reisekosten, Bewirtungskosten und so weiter, immer nur den Nettobetrag zu bezahlen. Ich finde das Ganze attraktiv. Das sorgt dafür, dass ich mich mehr wie so ein Unternehmer fühle und deswegen verzichte ich freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung. Und das kannst du natürlich auch machen. Und zwar klickst du dann einfach hier drauf. Wichtiger Hinweis, wenn du unter diesen 22.000 Euro liegst und trotzdem auf die Kleinunternehmerregelung verzichtest, dann bindest du dich tatsächlich für 5 Jahre. Also dann musst du tatsächlich auch diese ganze umsatzsteuerliche Abwicklung machen. Die ist aber meiner Erfahrung nach kein großes Drama, wenn du da eine vernünftige Software für hast. Also wie zum Beispiel Accountable oder LexOffice. Links findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und dann ist das ehrlicherweise auch nicht so viel Arbeit. Wenn ich jetzt hier an dieser Stelle auf die Kleinunternehmerregelung verzichte oder einfach sie gar nicht nehmen kann, weil mein Umsatz halt höher als 22.000 Euro liegt, dann muss ich zusätzliche Angaben machen. Und zwar ist die erste Frage, die ich beantworten muss, ist, was erwarte ich eigentlich in diesem gesamten Jahr, also in dem Gründungsjahr? Muss ich Umsatzsteuer zahlen oder bekomme ich unterm Strich sogar eine Umsatzsteuer? Steuererstattung, weil meine Kosten höher sind als meine Einnahmen. Also muss ich mehr Umsatzsteuer an meine Dienstleister und Lieferanten bezahlen, als ich meinen Kunden in Rechnung stelle, dann führt das nämlich dazu, dass ich unterm Strich sogar Steuer zurückbekomme. Und in meinem Fall ist es jetzt aber so, dass ich sage, naja, ich zahle schon unterm Strich an das Finanzamt. Und jetzt wird es ehrlicherweise richtig kompliziert. Jetzt muss ich nämlich schätzen, wie viel. Und das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Die einzige Näherung, die ich dir irgendwie erklären kann, ist, du musst neben deinem Umsatz idealerweise noch deinen Gewinn schätzen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich in diesem Jahr 7.500 Euro Umsatz mache, jetzt aber 2.500 Euro an Betriebsausgaben habe, die umsatzsteuerpflichtig sind, dann mache ich ja 7.500 Euro Umsatz minus 2.500 Euro Betriebsausgaben sind 5.000 Euro Gewinn. Das heißt, ich erwarte, dass ich in diesem Jahr 5.000 Euro Gewinn mache. Und dann nehme ich von meinem Gewinn einfach den Umsatzsteuersatz. Also 5.000 Euro mal 19% sind 950 Euro. Das heißt, ich erwarte, dass ich in diesem Jahr 950 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen muss. Und das nächste Feld ist auch so ein Feld, das bereuen ehrlicherweise ganz viele Gründer, dass sie es hier falsch ausgefüllt haben, ganz am Anfang. Deswegen Achtung, für Geschäfte, die du mit Unternehmen aus einem anderen EU-Land machst, brauchst du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Also neben der persönlichen Steueridentifikationsnummer und deiner normalen Steuernummer brauchst du noch unter Umständen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das ist so eine Steuernummer, die mit DE beginnt und dann folgende Reihe von Zahlen. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, nee, Geschäfte mit dem Ausland mache ich jetzt auch nicht. Und ich sage dir, doch, wahrscheinlich machst du das schon, weil alle großen Tech-Unternehmen ihren Europasitz meistens nicht in Deutschland haben. Das heißt, die haben ihren Sitz in Irland oder in Luxemburg oder wo auch immer. Das heißt, wenn du Kunde wirst oder irgendwie zusammenarbeitest mit YouTube, mit Google, mit Facebook, Werbeanzeigen beispielsweise oder Amazon, oder du hast eine Lizenz für ein Task-Management-Tool oder Videokonferenz-Tool und die kaufst du ein, dann musst du tatsächlich, wenn du sie für dein Unternehmen einkaufst, deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Das heißt, selbst wenn du keine Kunden haben wirst oder haben wollen wirst mit dem EU-Ausland, also mit Unternehmen aus dem EU-Ausland, dann solltest du diese Nummer trotzdem beantragen, weil du wirst mit Sicherheit Kunde bei einem Unternehmen, was ihren Europasitz im EU-Ausland haben. Deswegen klicke hier auf jeden Fall Ja. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, du bekommst, wenn du hier Ja klickst, nicht nur den normalen Brief mit deiner Steuernummer vom Finanzamt, sondern kurz danach auch noch einen Brief vom Bundeszentralamt für Steuern mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das heißt, das Ganze kommt nicht in einem Brief, das kommt auch nicht von einem Absender, sondern die normale Steuernummer kommt vom Finanzamt und die andere Steuernummer, also die Umsatzsteueridentifikationsnummer, die kommt vom Bundeszentralamt für Steuern, nur damit du weißt, wo und wie du die Briefe erwarten
verzichten kannst in Zukunft. Und damit sind wir mit den steuerlichen Angaben einmal durch. Und im nächsten Schritt wird es ehrlicherweise nicht einfacher, denn da geht es um die Steuerschätzung. Das heißt, da musst du noch sonstiges Einkommen eintragen, weil du zahlst natürlich nicht nur Steuern auf deine Einkünfte aus Selbstständigkeit, sondern auf dein gesamtes Einkommen. Und als erstes musst du deinen Gewinn aus deiner Selbstständigkeit schätzen. Und das habe ich ja eben schon ein bisschen gemacht. Ich rechne ja mit einem Umsatz von 7.500 Euro und habe gesagt, ja, wahrscheinlich ungefähr Betriebsausgaben von 2.500 Euro. Und das bedeutet natürlich unterm Strich, dass ich im Gründungsjahr mit 5.000 Euro Gewinn rechne. Und jetzt muss ich auch den Gewinn für das Folgejahr, also das nächste Jahr, eintragen. Und ja, du kannst übrigens hier auf der linken Seite jederzeit auch zurückgehen. Also wenn du jetzt nicht mehr weißt, oh, was hatte ich denn jetzt eingetragen bei dem Umsatz eigentlich, dann kannst du da auch einfach nochmal zurückgehen und sehen, 30.000 Euro erwarte ich nächstes Jahr an Umsatz. Und dann gehst du einfach wieder weiter. Und wenn du jetzt weißt, dass du 30.000 Euro Umsatz planst, dann kannst du beispielsweise sagen, ja, dann wird mein Gewinn wahrscheinlich bei 22.500 Euro liegen. Und dann trägst du das Ganze hier ein. Und hier ein ganz wichtiger Hinweis, hier gilt genau das Gleiche wie das, was ich beim Umsatz gesagt habe. Hier kannst du grob schätzen. Das ist keine Steuererklärung, das ist nicht final, das lässt sich jederzeit wieder ändern. Deswegen, ja, nicht zu viel Angst haben, da einfach eine Zahl reinzuschreiben, auch wenn sie dann später ja sehr viel höher oder sehr viel niedriger sein sollte. Aber basierend auf diesen Angaben werden deine quartalsweisen Vorauszahlungen für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer festgesetzt. Das heißt, wenn du später das Gefühl hast, so im Laufe des ersten Jahres, dass du deutlich mehr verdienst, als du hier eingetragen hast oder deutlich weniger verdient hast, dann kannst du dem Finanzamt einfach einen kurzen Brief oder eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe mich offensichtlich in der Schätzung vertan, ich erwarte jetzt so viel Umsatz, so viel Gewinn, und dann werden deine Vorauszahlungen entsprechend einfach nach oben oder unten angepasst. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht final. Jeder weiß, dass man als Gründer nicht hundertprozentig weiß, wie die Umsätze und Gewinne aussehen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidendes Feld, und das ist ein Feld, was ich ehrlicherweise vorhin schon angemerkt habe. Das Finanzamt prüft nicht von sich aus, ob deine Tätigkeit gewerblich oder freiberuflich ist. Das musst du hier nämlich angeben. Das heißt, du musst selbst für dich herausfinden, ist deine Tätigkeit jetzt freiberuflich oder gewerblich? Wie gesagt, du findest ein Video dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bin Schriftsteller. Als Schriftsteller bin ich freiberuflich tätig. Das ist nämlich ganz entscheidend für das Finanzamt, was du da eigentlich genau bist. Das Finanzamt überprüft das nicht. Und warum ist das für dich entscheidend? Weil du als Gewerbetreibender neben dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung noch einen Gewerbeschein beantragen musst. Übrigens, wie du die Gewerbeanmeldung ausfüllst, auch dazu findest du unten in der Videobeschreibung ja ein Video, wo ich das Schritt für Schritt ja einmal zeige, wie du eigentlich so eine Gewerbeanmeldung ausfüllst. Als Freiberufler musst du das Ganze nämlich nicht machen. Als Freiberufler reicht es, wenn du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst. Und dann kommen wir im nächsten Feld zu einem ganz spannenden Thema. Und zwar deine anderen Einkommensquellen. Bis hierhin haben wir bei allen Zahlen uns ja immer nur auf deine Selbstständigkeit, also die Selbstständigkeit, die du jetzt gerade hier anmeldest, gesprochen. Beim Umsatz, beim Gewinn, bei den Vorauszahlungen und so weiter. Aber für deine Einkommensteuer ist es nicht nur relevant, was du aus selbstständiger Tätigkeit verdienst, sondern auch, was du aus anderen Einkommensquellen hast. Weil du musst ja auch Einkommensteuer auf dein Gehalt beispielsweise zahlen oder wenn du Vermietungseinkünfte hast und so weiter. Und deswegen muss das Finanzamt das natürlich wissen, welche Einkünfte du da hast. Und das Einkommensteuergesetz kennt insgesamt 7 Einkunftsarten. Und zwar einmal Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also ehrlicherweise einfach Gehaltsabrechnung, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus sonstigen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und freiberufliche Tätigkeit. Und je nachdem, was du hast, klickst du hier jetzt beispielsweise an, ja, ich habe Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also ich habe ein Gehalt. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich verdiene 50.000 Euro im gesamten Jahr 2024. Wichtig, hier geht es um das Bruttojahresgehalt, also das gesamte Kalenderjahr. Auch wenn ich am 1.5. erst gründe und am 1.5. erst meine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit anfangen, muss ich hier trotzdem mein gesamtes Jahresgehalt für das Gründungsjahr als Bruttojahresgehalt eintragen. Und vielleicht erwarte ich sogar, dass ich im nächsten Jahr eine Gehaltssteigerung bekomme, dann trage ich hier 60.000 Euro ein. Das ist nämlich wichtig, weil meine gesamte Steuerbelastung ja für mein gesamtes Einkommen gilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier 50.000 Euro noch als Angestellter verdiene, zahle ich natürlich auch prozentual mehr Steuern auf meine selbstständige Tätigkeit, weil ich ja insgesamt dann nicht nur 50.000 verdiene, sondern 55.000, weil ich noch 5.000 Euro Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit habe. Wenn ich jetzt keinen Job hätte und 5.000 Euro verdienen würde, dann wäre mein Steuersatz erheblich niedriger, weil ich dann halt nur 5.000 Euro gesamtes Einkommen hätte und nicht 55.000 Euro. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, du findest auch ein generelles Video zum Thema Steuern für Selbstständige, worauf du da achten musst, auch unten in der Videobeschreibung, denn bei 5.000 Euro gesamten Einkommen musst du gar keine Steuern bezahlen. Die ersten ungefähr 12.000 Euro sind in Deutschland steuerfrei. Das ist der Grundfreibetrag. Das heißt, da müsstest du
wenn das denn der Fall wäre, gar keine Einkommensteuer darauf zahlen. So, ich habe aber keine Einkünfte aus Kapitalvermögen, ich habe keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, ich habe keine sonstigen Einkünfte. Vielleicht kleiner Hinweis, was sind eigentlich sonstige Einkünfte? Sonstige Einkünfte ist kein Sammelpool. Das heißt, nicht alles, was du jetzt irgendwie irgendwo verdienst, musst du jetzt hier eintragen. Also Lottogewinne sind beispielsweise steuerfrei. Sonstige Einkünfte sind aber zum Beispiel private Veräußerungsgeschäfte. Wenn du zum Beispiel Bitcoin mit Gewinn verkaufst oder jede andere Kryptowährung und du innerhalb eines Jahres kaufst und wieder verkaufst und damit große Gewinne machst, dann musst du die hier eintragen. Wenn nicht, dann halt entsprechend einfach nicht. Denn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Und abschließend kannst du hier bei der letzten Frage noch deine Steuerabzüge schätzen. Zwar wird hier die Frage gestellt, ob du das machen möchtest. Mein dringender Appell wäre aber, du solltest es bitte unbedingt tun. Bei den Steuerabzugsbeträgen spricht man über Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastung. Und wir klicken da einfach mal auf Ja. Und auch das musst du jeweils eintragen für ja, dein Gründungsjahr, also in meinem Fall 2024, und für das folgende Jahr. Was sind eigentlich Steuerabzugsbeträge? Bei den Sonderausgaben reden wir darüber, über deine private Krankenversicherung, über die Pflegeversicherung und generell Vorsorgeaufwendungen. Das heißt, so diese Versicherungen, die man absetzen kann und so weiter. Das sind deine Sonderausgaben. Und da weißt du ja, was du zahlst. Also wenn du beispielsweise monatlich 300 Euro an die Krankenversicherung bezahlst, dann kannst du hier schon mal sagen, okay, 2024, 12 mal 300 Euro sind 3.600 Euro auf jeden Fall Sonderausgaben. Und im nächsten Jahr zahlst du vielleicht ein bisschen mehr, dann schätzt du da 4.500. Wenn du noch nicht weißt, was du nächstes Jahr zahlst, dann nimmst du einfach den Wert aus diesem Jahr. Bei den nächsten beiden Feldern geht es um außergewöhnliche Belastungen. Denn du kannst neben deinen Vorsorgeaufwendungen, deinen Versicherungen und so weiter, also den Sonderausgaben, auch außergewöhnliche Belastungen in deine Einkommensteuererklärung absetzen. Außergewöhnliche Belastungen werden ganz häufig so umgangssprachlich genannt, so die Gesundheitskosten. Es gibt ein paar mehr außergewöhnliche Belastungen, die du tatsächlich absetzen kannst. Aber bei den meisten Leuten von uns sind es die Arztrechnungen, also die generell Gesundheitskosten, die man so in seiner Steuererklärung absetzen kann. Das Ganze ist tatsächlich nicht ganz einfach zu rechnen, weil es gibt auch nochmal einen Anteil, den man abziehen muss, die sogenannten zumutbaren Belastungen und so weiter. Das heißt, das Ganze ist nicht super trivial. Ich an deiner Stelle würde dir empfehlen, dass du einfach vielleicht mal in deinen letzten Steuerbescheid reinschaust. Da steht meistens auf Seite 2 oder 3, da ist so eine große Tabelle und da gibt es so eine kleine Überschrift, da steht außergewöhnliche Belastung. Und ganz auf der rechten Seite steht, was du da dann tatsächlich absetzen konntest. Und diese Zahl kannst du jetzt reinschreiben. Wenn da zum Beispiel 500 Euro stand, dann kannst du da 500 Euro eintragen. Und meine persönliche Empfehlung wäre, für nächstes Jahr schreibst du genau das gleiche rein, was du in diesem Jahr eingetragen hast. Denn ganz ehrlich, deine Gesundheitskosten für nächstes Jahr zu schätzen ist ja ein bisschen schwierig. Und damit haben wir ehrlicherweise schon den kompliziertesten Teil dieses ganzen Fragebogens zur steuerlichen Erfassung geschafft und wir gehen zum nächsten Schritt und zwar dem Bankkonto. Kurz zwei, drei Sätze zum Thema Bankkonto. Du hast als Einzelunternehmen tatsächlich keine gesetzliche Verpflichtung, ein separates Bankkonto zu führen für deine Selbstständigkeit. Also du brauchst kein Geschäftskonto. Du solltest es aber dringend tun. Und zwar hat das mehrere Gründe. Erstens, es erleichtert dir deine Arbeit in der Buchhaltung ganz extrem. Wenn du zum Beispiel ein Buchhaltungsprogramm nutzt, dann verbindest du dein Bankkonto idealerweise mit deinem Buchhaltungsprogramm. Und es spart dir einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn du ein Bankkonto hast, auf dem nur geschäftliche Transaktionen ist und du jetzt nicht raussuchen musst, welche Transaktionen jetzt privat waren und welche geschäftlich waren. Und das Ganze gilt natürlich auch für deine Steuerschätzung. Es ist natürlich viel einfacher, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel du verdienst und wie viel du denn für die Steuer zur Seite legen musst, wenn du alle geschäftlichen Transaktionen auf diesem einen Bankkonto hast. Wenn das alles durcheinander geht mit deinen privaten Transaktionen, dann wird das immer relativ kompliziert. Und dritter Punkt, und das ist eine persönliche Geschichte, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, hatte ich kein separates Geschäftskonto, sondern habe alles über ein Konto laufen lassen. Und das hat dazu geführt, dass die Bank tatsächlich mein Konto geschlossen hat. Und das war super ärgerlich. Die Bank hat einfach mein Konto zugemacht, ich hatte Rechnung draußen, die Kunden wollten mir Geld überweisen, das Geld ist dann zurück zu meinen Kunden gegangen. Super unseriöses Bild. Und warum passiert das Ganze? Und auch nicht nur mir, sondern regelmäßig ganz vielen, weil für die Bank ist das ein riesengroßer Unterschied, ob du ein Privatkunde oder ein Geschäftskunde bist. Du hast ganz andere Verträge, ganz andere Bedingungen und so weiter. Und Banken sehen das wirklich nicht gerne, wenn du ein Konto gemischt nutzt. Und deswegen werden regelmäßig ja, Bankkonten gekündigt, die ja zweckentfremdet werden. Und ehrlicherweise gibt es auch eine ganze Reihe an Anbietern, die kostenlose Bankkonten anbieten. Also meine persönliche Empfehlung wäre, wenn du gerade gründest, dich selbstständig machst, such dir halt irgendeine Bank, die ein möglichst günstiges Geschäftskonto anbietet, dann kannst du relativ kostenneutral starten und trotzdem hast du die Ordnung, dass
dass du das Ganze sauber getrennt hast. Ich habe übrigens ein paar Empfehlungen zum Thema Bankkonto, die findest du auch unten in der Videobeschreibung. Deswegen würde ich dir hier an dieser Stelle sagen, trag hier dein separates Bankkonto ein. Jetzt kann es natürlich sein, dass du noch gar kein Bankkonto hast. Ich meine, du machst dich gerade selbstständig und du füllst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, vielleicht hast du einfach noch kein Bankkonto eröffnet. Und das ist auch vollkommen fein. Du musst hier tatsächlich kein Bankkonto eintragen. Du kannst hier einfach Nein auswählen und kannst dem Finanzamt dann irgendwann später auch deine Kontoverbindung noch mitteilen. Zum Beispiel, wenn es dir mal eine Steuererstattung geben sollte, dann solltest du dem Finanzamt natürlich vorher dein Bankkonto, deine Bankverbindung mitgeteilt haben. Du musst es hier an dieser Stelle aber noch nicht machen. Das gleiche gilt übrigens fürs private Bankkonto. Du wirst mit Sicherheit ein privates Bankkonto haben, aber du musst dem Finanzamt dein Bankkonto hier an dieser Stelle nicht mitteilen. Grundsätzlich würde ich auch sagen, du solltest alle steuerlichen Transaktionen über dein Geschäftskonto abwickeln. Aber die Einkommensteuer ist eine private Steuer. Das heißt, für das Finanzamt gibt es einen Unterschied, ob du Umsatzsteuer und Gewerbesteuer bezahlst oder Einkommensteuer. Weil Umsatzsteuer und Gewerbesteuer sind betriebliche Steuern und die Einkommensteuer sind private Steuern. Ich persönlich würde dir empfehlen, lass alle Steuerarten über ein Bankkonto, idealerweise dein Geschäftskonto, laufen, weil ja die Erträge aus deiner Selbstständigkeit dazu führen, dass du diese Steuer zahlen musst. Deswegen wäre generell meine Empfehlung, dass du ein Geschäftskonto hast und du von diesem Geschäftskonto regelmäßig Rücklagen bildest für deine Steuern. Und dann sollte natürlich die Steuer auch von dem Konto abgebucht werden, wo du die Rücklagen bildest und nicht von irgendeinem anderen Bankkonto. Und damit sind wir auch am Ende des Fragebogens angekommen. Wir können jetzt das Ganze nochmal prüfen, also alles, was wir so eingetragen haben, nochmal überprüfen und tatsächlich hier direkt sofort diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über die Elster-Schnittstelle an das Finanzamt schicken, ohne dass wir einen Elster-Account brauchen. Aber im letzten Schritt müssen wir erstmal unser Finanzamt auswählen. Und dafür müssen wir erstmal das Bundesland suchen. Und zwar komme ich aus Berlin. Das heißt, ich scrolle einmal ein bisschen, bis ich Berlin sehe. Und dann wähle ich mein Finanzamt aus. Und zwar wohne ich in Pankow-Weißensee. Wenn du nicht genau weißt, welches Finanzamt eigentlich für dich zuständig ist, dann google einfach mal deine Adresse plus zuständiges Finanzamt und dann bekommst du das meistens direkt schon so als Snippet bei Google angezeigt, welches dein Finanzamt ist. Und auch hier, wenn das denn falsch sein sollte, ist das auch kein Drama. Das führt dann meistens dazu, dass die Bearbeitung ungefähr eine Woche länger dauert, weil die intern die Daten dann das richtige Finanzamt weiterleiten müssen. Das Ganze ist aber kein Weltuntergang. Und dann klicke ich auf Weiter und habe jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar kann ich mir erstens einmal die Vorschau anschauen. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Das heißt, ich sehe schon das Übertragungsprotokoll und das Ganze sieht schon sehr offiziell aus. Das heißt, das ist tatsächlich das, was am Ende an das Finanzamt übermittelt wird. So sieht das Ganze aus. Und da kann ich das Ganze noch einmal überprüfen, so auf einen Blick und schauen, ob das alles stimmt. Wenn das Ganze nicht stimmt, dann kann ich jetzt hier mit Klick jeweils auf den einzelnen Bereich nochmal gehen und das Ganze nochmal ändern. Ich bin bei meinen Angaben aber soweit glücklich, sage, das passt alles und gehe hier auf ans Finanzamt senden. Und damit ist das tatsächlich erledigt. Das heißt, jetzt hast du und ich zusammen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt und jetzt heißt es ehrlicherweise erstmal warten. Denn das Finanzamt bearbeitet jetzt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und das dauert meiner Erfahrung nach so irgendwas zwischen 2 Wochen und 2 Monaten. Ist leider so. Und dann bekommst du den Brief mit deiner Steuernummer und mit diesen Steuernummern kannst du dann loslegen, Rechnungen schreiben und so weiter. Was du jetzt an dieser Stelle aber schon mal machen kannst, ist, du kannst ein Geschäftskonto öffnen und ein Buchhaltungsprogramm eröffnen und schon mal einrichten. Du findest meine Empfehlung dazu unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, mit dieser Anleitung konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt mit mir zusammen erfolgreich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt unfassbar viele Fragen hast. Also es würde mich ehrlicherweise überraschen, wenn du keine Fragen hättest, denn jeder Gründer und Selbstständige in Deutschland hat erstmal unglaublich viele Fragen rund um die Themen Buchhaltung, Steuern, Finanzen und so weiter. Das Ganze ist leicht überfordernd und deswegen schau unbedingt unten in meiner Videobeschreibung einmal vorbei. Da findest du eine ganze Liste an Videos. Das sind alle Videos, von denen ich denke, dass es wichtig ist, diese Informationen zu wissen, wenn man sich selbstständig macht in Deutschland. Deswegen schau da unbedingt einmal vorbei. Abonniere unbedingt diesen Kanal. Wir veröffentlichen auf diesem Kanal regelmäßig neue Videos und auch wenn es Gesetzesänderungen gibt, speziell für Selbstständige. Das heißt, hier wirst du nicht abgelenkt mit anderen Steuerinformationen, sondern hier geht es rund um das Thema Selbstständigkeit. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall ein Abo. Was du außerdem in der Videobeschreibung findest, ist eine ganze Liste an Tool-Empfehlungen. Das heißt, wenn du ein Rechnungsprogramm brauchst, wenn du ein Bankkonto brauchst, auch wenn du einen Steuerberater suchst, der dir in Zukunft weiterhilft dabei, deine Steuererklärung zu machen, deine Buchhaltung zu machen und so weiter, findest du alle Empfehlungen von mir unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Und mit diesen Worten würde ich dich gerne entlassen. Schau dir unbedingt mal meine Empfehlungen an. Ich verlinke sie dir auch noch einmal hier oder du schaust direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.